Ja, hier von der Wall Street. Hey, das Verrückte ist, die meisten Leute könnten wirklich einiges aufbauen. Wenn es darum geht, um ein Portfolio sogar, du kannst sogar Millionär werden. Aber was bremst uns, ist der Konsum. Ich stehe hier direkt an der New York Stock Exchange. Es bremst uns der Konsum aus. Viele leben auch wie so Babys eigentlich. Die wollen alles erledigt bekommen, die sind zu faul zum Kochen, die sind zu faul, die U-Bahn zu nehmen oder das Auto nehmen, dann lieber ein Uber oder ein Taxi. Und überall ist auch so eine Bequemlichkeit irgendwo im Spiel, für alles. Putzen hat keiner Lust. Und so stecken die Leute dann in so einem Hamsterrad drin und können eigentlich gar nichts sparen. Wenn man mal ausrechnet, ja, es ist eigentlich möglich. Du hast 600 Euro im Monat legst du zurück oder 800 oder 700 und das machst du 35 Jahre lang, was da zusammenkommen könnte, ja, da kannst du es ja allein schon so fast zur Million schaffen. Also man kann im Grunde, wenn man will, sich einiges aufbauen. Nimmst du noch einen Nebenjob dazu, eine 450 Euro Nebenjob plus noch andere Ersparnisse und jeden Monat budderst du in einen ETF, da kommt einiges zustande. Aber die Leute sagen immer nein, nein, nein. Aber die reine Mathematik zeigt schon, dass es möglich ist. Es ist möglich, dagegen kann man gar nicht argumentieren. In Amerika sieht man oft, dass Leute es schaffen, gerade oft Lehrer oder Ingenieure, weil sie einfach auch so mathematisch vorgehen, so strukturiert nachdenken, hey, wenn ich das automatisiere, dann kann ich mir da was aufbauen. Und so ist es ziemlich clever und so macht man das auch. Jo, heute ist ziemlich ruhig alles an einem Freitag, kein Wunder. Macht's gut, ciao. Hey, das war mal ein bekanntes Hotel. Heute nur noch Trümmer. New York leidet noch immer unter Corona. Hier ein Pizzaladen. Hier ist das Hotel an der Penn Station, das bekannte, geschlossen. Corona hat viel, viel kaputt gemacht. New York muss auch wieder aufstehen. Aber mittlerweile, was ich gesehen habe, erholen sich schon wieder die Mieten. Also du kannst ganz schnell vermieten, wenn du was hast. Und jetzt gehe ich in die Bergregion und zeige dir mal, wie es dort aussieht. 90 Minuten nördlich, in der Nähe von New Paltz, ist eine kleine Ortschaft. Da gibt es private Seen und schau dir das mal an. Hey, es ist so schön hier. Huh? So schön und friedlich. Du kannst am See schwimmen. Und du hast Hühner und Schafe und vielleicht Ziegen. Direkt im Wald wohnen. Ja, darum geht es im heutigen Video. Ich zeige dir das Land 90 Minuten nördlich von Manhattan und Manhattan. Und weil ich möchte da auch mit meinem Partner, wir kaufen uns da ein Haus, ein Ferienhaus, nicht das hier, das haben Bekannte, Freunde direkt am See, die haben einen Privatsee sozusagen, direkt im Wald, ganz toll und friedlich, es ist sehr, sehr schön dort und wir benutzen das Haus, um selbst dort zu wohnen ab und an, aber auch für die Vermietung über Airbnb, darum geht es vor allen Dingen, das ist ein Geschäftsprojekt. Ja, heute im Video, also jetzt zeige ich euch erst einmal kurz diese Catskill-Region, tolle Berge. Hier gibt es viel Natur, wilde Bären und da kannst du alles Mögliche machen. Bären sammeln, wilde Weintrauben im Wald und Pilze, und also ist echt toll. Kannst du angeln gehen und im Sommer schwimmen, spazieren gehen. Hier waren wir mit Freunden auch, wir haben überlegt mit Ziegen und Schafen. Freunde wollen sich die anschaffen. Und dann sind wir mitgegangen auf so einen Markt, auf so eine Ausstellung. Aber heute geht es vor allen Dingen auch um Aktien. Ich möchte euch nicht langweilen mit dieser Naturregion und so. Nur mal kurz einen Eindruck zeigen. Das Haus werde ich euch noch vorstellen, was wir uns dort kaufen. So grob sieht es dort eben aus. Und da stehen ganz, ganz verlassen auch die Häuser, wo viele sich dann auch schön erholen können vom Stress. Und reiche New Yorker, die buchen das dann und zahlen sehr viel Geld. Zurück nach Manhattan, Battery Park, da war ein toller Sonnenuntergang. Hier kann man schön
relaxen. Hier gibt es ja auch einen kleinen Hafen, das sind auch die viele Reiche, hier sind die Banken untergebracht, die Goldman Sachs. Und ist in der Nähe. American Express ist hier. Und es ist ganz schön mit dem Hafen. Da kann man joggen gehen und essen gehen. Es ist wirklich schön zum draußen sitzen, spazieren gehen. Ja, also es passieren viele Börsengänge. Wir haben ja wirklich viel Börseneuphorie. Da kommt schon wieder irgendeine Firma in die Börse, Cloud-Firmen, ganz viele, total überbewertet in meinen Augen sind sehr viele. Ich lasse die Finger von Börsengängen. Da ist viel Euphorie, hohe Preise, ist nicht mein Ding. Ich wollte es euch nur mal zeigen, da ist jeden Tag eine andere Vorstellung von der Firma. Und das war dieses hier. Ich kaufe jetzt viel so handfeste, so ganz einfache Sachen, so Nahrungsmittel. Da decke ich mich ein, da kaufe ich jetzt Positionen auf. Ich kaufe hier schon länger Kraft Heinz, ist auch wieder abgestürzt. Ich habe jetzt Campbell Soup gekauft vor ein paar Wochen. Das ist ein Suppenhersteller. Ganz alt, weit über 100 Jahre, auch von einem Deutschen mit aufgebaut worden, ist die Firma. Da hat dieses Kondensat erfunden. Das ist eben das eingedickte Suppe. So kann man das kaufen im Supermarkt oder im Drogeriemarkt. Tomaten sind ja ganz bekannt von Campbell. Da habe ich jetzt eine kleinere Position mir aufgebaut. Campbell Soup, ich finde, die ist sehr günstig. Du kriegst eine schöne Dividende. Und das Gute ist, das ist ein stabiles Geschäft. Gerade in der Winterzeit wird mehr Suppe gemacht und so. Es ist vielleicht auch nicht das gesündeste aller Suppen. Manchmal wird Salz zugefügt, sind sehr süß. Viel Zucker eben. Und ja, ist nicht das Beste, aber hey, die Leute essen es trotzdem. Und das ist ein großer Bestandteil von der amerikanischen Küche. Es sind auch eben so Campbell-Suppen. Da gehören noch viele andere Marken mit dazu. Die haben ja Snackbereich. Hier siehst du, du bekommst eine Dividende. Und das sind die Großaktionäre. Das sind große Familien mit rund 40% beteiligt. Ja, und die Nachfahren von diesem Dorenz, von diesem Miterfinder, die sind eben Hauptaktionäre. Und die wohnen in New Jersey, die haben ein schönes Leben, die haben Yachten, ich glaube, die fliegen rum und tolle Villen und so. Und die wollen natürlich immer Dividende sehen, deswegen zahlen die über 3,5% Dividende. So Stories mag ich halt, sowas wie Campbell eben oder B&G oder Kraft Heinz. So stabile, so Grundnahrungsmittel. Das Problem, okay, die wachsen nicht toll. Und die müssen sich auch neu erfinden. Nestlé hat das gut gemacht. Nestlé hat das Portfolio gut angepasst. Kellogg's habe ich übrigens auch eine Position. Ist langfristig solide Kellogg's. Da ist eine Stiftung Großaktionär, eine Kinderstiftung. Und so baue ich mir ein Depot auf außerhalb der Tech-Werte. Ich habe natürlich große Positionen in den Tech-Werten. Aber da siehst du, da ist zum Beispiel Kraft Heinz bitte abgestürzt, aber da baue ich auch weiter aus. Und jetzt sind wir wieder zurück in der Waldregion. Da kennen wir viele Freunde wohnen dort. Die haben dort schöne Gärten, viel, viel Land. Muss man sich natürlich auch drum kümmern. Manche bauen an, haben Obstbäume und so. Und hier haben eben Freunde Hühner. Da haben wir uns den Hühnerstall angeschaut und so. Und da werden wir dann einsteigen. Wir werden noch weitere Häuser kaufen. Am Strand, auf einer Insel. Hier kann man schön wandern gehen. In der Nähe von New Paltz. Da waren wir eben wandern. Da lebt man total privat, total abgeschieden, hat seine Ruhe und nicht den City-Stress. Da haben Bekannte so kleine Boote, direkt am See lebend. Und das ist natürlich schön im Sommer, da kannst du jeden Tag schwimmen gehen und kein Scherz, die Nachbarn sind weit entfernt. Total die Ruhe, total die Gelassenheit. Ist auch gut für die Kreativität, gut für die Seele, so Sachen. Hier ist ein Haus direkt an einem Privatsee gebaut. Das konnte man noch bis vor kurzem kaufen, ich glaube für knapp, ich glaube so für 800.000 Dollar oder so. Jetzt ist natürlich das sehr gefragt, seit der Corona-Epidemie, wobei das schon wieder abflacht. Die Leute ziehen wieder zurück in die Großstädte, Richtung Manhattan. Also wir haben immer so Wellenbewegungen, einmal weg von der Stadt und dann mit der Pandemie, die klingt jetzt ab. Manche gehen ja davon aus, dass sie nächstes Frühjahr dann langsam verschwindet die Pandemie und dann nicht mehr so gefährlich ist, weil immer mehr Menschen sich impfen lassen und irgendwann
erledigt sich so eine Krise, so eine Gesundheitskrise auch. Ja, da, also das ist ein Haus auch von Freunden, die halt ganz toll dort wohnen. Aber die haben auch alle eine Stadtwohnung in Manhattan. So, die pendeln dann am langen Wochenende oder bleiben eine ganze Woche dort im Sommer oder so, wenn es ihnen gerade zusagt. Die haben eine Feuerstelle, Hühner. So cute. Also es ist wirklich schön. Ich habe da so ein paar Weintrauben gepflückt im Wald, so ein paar wilde Weintrauben, habe ich denen da hingeschmissen. Und den kann man Essensreste hingeben. Das ist ganz toll, die Hühner. Und ich denke, auch für die Gesundheit ist es gut, weil man dort viel arbeiten kann im Garten. Und das ist auch gut für die Seele, gut für die Zufriedenheit, denke ich, wenn man da noch am Wochenende was machen kann. Auch Gartenarbeiten sollen ja gut sein. Hier wieder zurück in der Stadt, im Justizviertel, habe ich ein paar Jüngere ja, gefilmt, die hier so versucht haben zu springen mit dem Skateboard und so. Die waren total begeistert. Hier war ich bei Alphabet, die haben jetzt einen Laden an der Zentrale in Chelsea. Da kann man verschiedene Produkte kaufen, das Nest. Also Alphabet geht auch Richtung Hardware. Die wollen mehr Richtung, also nicht nur die Software, nicht nur die Internetangebote, sondern auch diese Hardware vermarkten, ob das jetzt die Handys sind, die Smartphones oder die iPads und so. Also die wollen auch Apple angreifen, wie man hier sieht. Und das nächste Mal gehe ich mit euch in den Laden rein, zeige ich dort die Produkte und kann man dann besser sehen. Ich wollte euch einfach mal so auf die Schnelle das zeigen, wie es dort ausschaut in Chelsea, Hauptquartier von New York, von Alphabet, eine super Aktie. Also Alphabet habe ich eine große Position und ich bin total begeistert davon. Hier ist Starbucks, ein Luxusladen von Starbucks, eine Filiale. Ja, hier siehst du also die Alphabet-Aktie, die Google-Aktie ist der Wahnsinn, schon fast bei 3000 Dollar, da habe ich eine größere Position. Ich bin total begeistert, also von dem Konzern ist wirklich der Wahnsinn, gut gesteuert und führend in vielen Bereichen. Das siehst du, mein Depot hat 2,4 Millionen Dollar mit einem ganz normalen Gehalt erreicht. Größte Position ist Netflix, Bank of America, CDS Eventim. Ja, und bei Netflix habe ich investiert ursprünglich nur rund 5000, waren 5000 Euro und jetzt sind es fast eine halbe Million. Und ähnlich war es bei CDS Eventim, da habe ich nur investiert 2500 Euro und habe die einfach durchgehalten, viele, viele Jahre. Und so habe ich mit einem kleinen, normalen Gehalt, ja, als Journalist mir ein Riesendepot aufgebaut für meine Verhältnisse. Größere Position ist noch Berkshire, die B-Aktie, da kaufe ich, habe ich auch wieder kürzlich aufgestockt, da habe ich jetzt Berkshire-Aktien im Wert von über 100.000 Dollar. Dann habe ich noch Chevron, ist auch über 100.000 Dollar. Microsoft habe ich, glaube ich, schon 600% zugelegt mit meiner extremen Buy-and-Hold-Strategie. Ja? Das ist mein Trick, extremes Buy-and-Hold. SAP habe ich schon Ewigkeiten. Und dann habe ich noch eine Position, die letzte hier, die du siehst, von diesen acht größten. Ich habe 62 Positionen insgesamt, verschiedene Aktien, ist Deutz. Das ist ein Motorenhersteller für Traktoren in der Landwirtschaft. So schaut mein Depot aus, wollte ich euch mal zeigen. Und jetzt gehe ich nochmal mit euch in ein Museum, das ist das Whitney Museum mit Jasper Jones. Die haben eine Spezialausstellung über ihn. Das war so ein Pop-Art-Künstler, der ist 91. Die wollen sein Leben Revue passieren lassen, seine bekanntesten Arbeiten haben sie hier ausgestellt. Ein paar Briefe, wie er kooperiert und so. Ganz interessant, wie seine Kunstwerke auf einmal so beliebt waren, dass sie sogar Rekordpreise erzielt haben. Schon vor vielen Dekaden von über 1 Million Dollar pro Stück. Also der hat eine Riesenkarriere gemacht, ein interessanter Mensch. Er hat am Strand gelebt und er hat in der Stadt gelebt und also war wirklich interessant. Er hat auch viele amerikanische Flaggen gemalt. Das war so ein von ihm so ein Steckenpferd, woran man ihn auch schnell erkennt. Und das war im Grunde so die Pop-Art-Kultur in Amerika mitgeschaffen mit Andy Warhol, der das dann bekannter gemacht hat. Und hier siehst du The Little Island, das hat eine Milliardärsfamilie finanziert, die Stadt New York haben das aufgebaut, der Barry Diller mit seiner Frau. Da habe ich euch auch schon einen Film gezeigt. Hier sieht man ein Hotel in Chelsea an diesem Whitney Museum und da kann man ins Hotel reingucken. Die Zimmer haben da die Vorhänge, viele haben die Vorhänge offen. Und man sieht hier auch die Highline, das ist also eine ehemalige Bahngleis, was auf einem Stelzen steht, um die Fußgänger vor über 100 Jahren zu schützen. Das sind die ganzen Schienen gewesen.
Und da haben sie einen Park gemacht, da kann man laufen, ohne von Autos gestört zu werden. Schön im Grünen. Das ist die Highline. Das ist schön in Chelsea. Schaut es euch mal an, wenn ihr in New York seid. Total angenehm, da entlang zu laufen auf einem höheren Niveau als das Straßenniveau. Und es ist auch nicht so laut, weil man den Verkehrslärm eben nicht so hört. Ja, das ist der Hudson River in Chelsea. Und so ist die Aussicht von dem Museum. Hier ist der Künstler. Hier ist auch, man sieht ihn, wie er sich freut und post für die Kamera. Und hier ist er heute mit über 90 Jahren. Scheint ein cooler Typ zu sein. Ich finde das wirklich interessant, was er so geschaffen hat. Hier kann man sich Briefe von ihm anschauen. Wie stand er in Kontakt mit dem Museum? Wie hat er sich promotet? Er hat sich sehr gut vermarktet. Hier ist eine Perspektive auf Südspitze Manhattans mit dem World Trade Center, mit dem höchsten Turm. Rechts sieht man New Jersey. Und hier sind weitere Werke aus dem Museum von verschiedenen Künstlern. Hier sind Zigaretten links, Stummel. Und es sind ein paar Sachen von Andy Warhol und verschiedenen aus der ja, 70er, 80er, 90er Jahren. So. Sehr interessante Zeit. Jackie Onassis. Rechts und ja, ein bisschen verrückte Kunst. Und ja, das hier ist auch brutal, das Foto aus Wien. Also fand ich ja ziemlich brutal, die Zeit nach dem Krieg und so. Wie ging es dazu? Prostitution und Armut und so. Also war nicht einfach. Deswegen viele Leute beschweren sich über die heutige Zeit. Ich glaube, wir sollten alle zufrieden sein. In der westlichen Welt geht es uns doch schon gut. Natürlich geht es nicht jedem Einzelnen gut, aber im Großen und Ganzen. Hey Leute, immer Ziele haben und eine Vision.